Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder auch Abend. Nehmt euch eine heiße Tasse Tee, lehnt euch zurück und lasst uns heute wieder zurück in die hohe Heimat der Blutelfen zurückkehren. Denn im Vergleich zu dem herbstlich bunten Immersangwald sieht es in den Geisterlanden schon ein bisschen weitaus düsterer aus. Durch die Nähe zu den Pestländern, wo die Seuche der Untoten Azoroth am stärksten getroffen hat, finden wir im Süden nicht nur ein Tor, mit dem wir uns zu den östlichen Pestländern teleportieren können, sondern finden hier in den Wäldern auch die stärkste Aktivität der Geißel in Quel'Thalas vor. Die markanteste Narbe dieser Wälder ist und bleibt die Todesschneise in der Mitte des Landes, das mit dem Hauptsitz der Todesfestung bis hoch über den Immersangwald zum Sonnenbrunnen in Quel'Thalas verläuft. Hier finden wir die gesammelte Stärke der Geißel, je näher man der Todesfestung selbst kommt. Sonst ist die Stimmung hier auch düster und die Blutelfen haben so mit einigen weiteren Sorgen zu kämpfen, ihre einst so schönen Wälder wieder zurückzuerobern, von der Geißel zu befreien und die Umgebung hier wieder zu heilen. Als einer der Ratsmitglieder während des Zweiten Krieges ignorierte Darkhan Drathir die Warnung Aleria Windläufers, dass die Horde im Anmarsch war. Denn Trollangriffe gab es schon seit jeher, als die Hochelfen sich in die nördlichen Wälder niederließen. Doch mit der Invasion der Orks wurden die beiden Mächten zu einer bedrohlichen Streitkraft. Nichtsdestotrotz ließ sich Darkhan nicht beirren, da sie nicht an den Runensteinen vorbeikamen, die wir nicht unweit der Grenze der Geisterlanden zum Immersangwald finden können. Darkhan war einst ein sehr begabter und mächtiger Zauberer, der die Magie des ewigen Sonnenbrunnens geschickt einzusetzen wusste. Er prägte und formte zu seiner Zeit die Wälder so mit, dass die Hochelfen sich ein neues Zuhause aufbauen konnten, in dem sie ewig glücklich sein konnten. Bald freundete er sich mit dem späteren Lordregenten Lorthimar an, doch die mangelnde Anerkennung an seiner Arbeit ließ ihn verrückt und besessen nach der Magie des Sonnenbrunnens werden. Er entwickelte mit Hilfe des Brunnen eine neue dunkle Art der Magie, doch das frustrierte ihn nur noch mehr. Die folgenden Ereignisse sind dementsprechend weniger verwunderlich, als Darkhan sich letztendlich dazu beschloss, seinem eigenen Volk den Rücken zuzuwenden und sich dem falschen König anzuschließen. Als Ratsmitglied kannte er natürlich die Geheimnisse um die Runensteine herum und übergab sie dem Todesritter Arthas Minithil, der bald daraufhin mit seiner Geißel die Wälder mit dem Untod verpestete. Doch selbst bei ihm nahm es Darkhan nicht allzu ernst mit seiner Treue, denn sein Ehrgeiz trieb ihn zu einem Verrat gegen den Todesritter. Allerdings blieb auch das nicht ungesehen. Er wurde erwischt, was ihm seinen Tod einbrachte. Doch dabei war der Lichkönig noch nicht fertig mit ihm, also erweckte er ihn wieder zum untoten Leben und machte ihn zum Herrscher der Geißel von Quel'Thalas. Um seine Aufgabe zu erfüllen, dirigiert er sie von der Todesfestung aus. Lange Zeit wurden die Blutelfen deswegen von der Horde nicht akzeptiert, obwohl sie hart dafür arbeiteten. Doch als sie Darkhan erlegten und seinen Kopf Thrall vor die Füße warfen, erhielten sie ihren wohlverdienten Respekt. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum man als beginnender Blutelf mit einem neutralen Ruf bei den Fraktionen Orgrimmar, den Dunkelsperrtrollen sowie auch Donnerfels startet. Und dennoch, trotz des Bündnisses mit der Horde, dem sie selbst nur widerwillig zugestimmt hatten, zutiefst saßen die Wunden des Zweiten Krieges in ihren Erinnerungen, konnten sie nicht auf ihre Unterstützung in den Wäldern zählen. Doch warum die Blutelfen sich überhaupt der Horde anschlossen, liegt an derjenigen, die sich am stärksten gegen den Todesritter wehrte und unzählige Untote um sich scharte, als sich die Geißel nach und nach wieder ihren freien Willen wiedererlangte. Und zwar Sylvanas Windläufer.
Nachdem sie ihren unversehrten Körper in der Todesfestung, Darkans Residenz, nach der sehr langen Zeit als Banshee wiedergewann und sich an das komische Gefühl des Untotseins gewöhnte, offenbarte sie sich ihren ehemaligen Freunden. Diese waren jedoch nicht allzu erfreut über ihre Rückkehr. Auch hier stand viel zu sehr ihnen der Schock noch in den Knochen über die Ereignisse rund um den Dritten Krieg und den Todesmarsch durch ihre Wälder und ihre Hauptstadt, an dem Sylvanas als kontrollierte Banshee mit beteiligt war, das die Verteidigung Silbermonds fallen ließ. Und dennoch wussten sie, ohne ihre Hilfe und der Verlassenen wären sie den Trollen und der Geißel ausgeliefert, ohne jemals die Aussicht zu besitzen, ihre Wälder jemals wirklich heilen zu können. Widerwillig schließen sich also die Blutelfen unter der Führung von Lordregent Lortimer der Horde an. Und Sylvanas schickt ihnen zur Unterstützung eine Gruppe Verlassener in die Geisterlande. Im Osten treffen wir auf die Trolle an, die schon seit Jahren darum kämpfen, ihre Heimat zurückzuerobern. Mit Hilfe der Orks schafften es die Trolle ziemlich weit ins Blutelfengebiet einzudringen und einige ihrer Dörfer niederzumetzeln. Nachdem Zul'jin von den Menschen für eine kurze Zeit gefangen genommen worden ist, verlor er während seiner Gefangenschaft durch die Blutelfen ein Auge. Um sich zu befreien, verzichtete er selbst freiwillig auf einen Arm, an dem er angekettet war, und riss sich los. Lange Zeit war er verschwunden und zog sich von dem Deal mit der Horde zurück. Doch als er bemerkte, dass die Blutelfenpopulation aufgrund des Dritten Krieges stark dezimiert wurde und die restlichen Blutelfen mit der Geißel zu kämpfen hatten, ohne Zugriff auf die Magie des Sonnenbrunns zu haben, versammelte er die Waldtrolle unter seiner Führung zu einer Armee an. Doch als er merkte, dass die Blutelfen sich mit einer neuen Macht erfüllten, sich der Horde anschlossen und mit dem Wiederaufbau ihrer Wälder beschäftigt waren, wandte er der Horde nun komplett den Rücken zu und zog sich mit seinen Trollen nach Zulaman zurück. Er befahl dort seinen Hexenmeister Malakras, die Lore der Armani mit mächtigen Trollkriegern zu verschmelzen. Auch Zul'jin selbst wurde mit der Macht des Bären, Drachenfalken, Adlers und Luchses erfüllt. Doch all seine Krieger, seine eigene Magie und Kraft konnten ihm nicht helfen, als die Allianz und Horde in die Stadt eindringen, sie brandschatzen, hier mordeten und ihn schließlich töteten. Zu den Relikten dieses Gebietes der guten alten Zeit gehört die Sonnenkuppe, das von den Rubern besiedelt worden ist, Goldnebel, das von Geistern der hier einst wohnenden Hochelfen heimgesucht wird, und dem Windläuferdorf in der Nähe des Windläuferturms im Westen, das von einer großen Armee aus besten Sturmtruppen der Geißel, Schemengeister und Gargoyles überrannt wurde. Doch lange Zeit bevor die Geißel hier Halt machte, verteidigte hier einst das Windläuferdorf Lirat, der jüngste der Windläufergeschwister, die Wälder von Qualtalas und wurde niedergemetzelt. Nicht unweit von hier beim Windläuferturm finden wir eine Kette mit der Aufschrift für Sylvanas in ewiger Liebe, Aleria. Doch sobald wir diese Kette Sylvanas überbringen, vermittelt sie uns, dass jetzt nicht die richtige Zeit für Gefühle sei. Eine Gruppe Nachtelfen behielt überdies die Blutelfen im Auge, welche sich der Horde angeschlossen hatten. Zu diesem Zweck wurden Spione in den Immersangwald sowie in die Geisterlande geschickt. Während all dieser Zeit versuchen auch die Nachtelfen auf ihre eigene Art und Weise den Blutelfen dabei zu helfen, die Wälder wieder zu heilen. Auf einer kleinen Insel zwischen dem Windläuferdorf und Goldnebel finden wir sogar eine Truppe Nachtelfen vor, die hier sogar einen Mondbrunnen aufgestellt haben. Und obwohl wir mittlerweile immer mal wieder für ein paar Events uns in diesen tristen Wäldern wiederfinden, wie beispielsweise wenn man das verbündete Volk der leeren Elfen freispielt
oder während des Auftaktes zu Shadowlands Sylvanas unsere Treue am Windläuferturm schwören, können wir in diesem Gebiet dennoch immer noch nicht durch die Lüfte gleiten. Denn im Süden treffen wir auf die Grenze zu den östlichen Pestländern und es ist tatsächlich eine Grenze, über die wir nicht kommen. Auf ähnliche Grenzen würden wir wohl auch die ganze Zeit stoßen, wenn wir versuchten, durch die Gegend zu fliegen und dabei gegen unsichtbare Wände ankämpfen müssen. Dabei ist es auch egal, was für Dickköpfe wir auch haben mögen, dagegen würden selbst wir nicht ankommen. Wenn wir vielleicht eines Tages wieder in die klassischen Gebiete Azeroth zurückkehren, so wie wir es einst schon bereits zu der Cataclysm Expansion gemacht haben, wird es Blizzard es vielleicht auch schaffen, die TBC-Startgebiete der Draenei und Blutelfen nach Kalimdor bzw. den östlichen Königreiche zu implementieren und zu überarbeiten. Bis dahin werden beide Startgebiete zur Kartenkomplexität der Scherbenwelt gehören. Damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Ich habe keine Zeit für Spielchen.